Das ist Maximilian Korkenbrecher. Oder besser gesagt, das war Maximilian Korkenbrecher. Ich will Ausländer werden. Momentan schaut der 16-jährige Maximilian so aus. Aber die Veränderung in 30 Tagen werdet ihr im Laufe dieses Videos sehen. Oh mein Ausländerbruder, zu werden gehören sehr viel Schweiß und Tränen dazu. Es gibt 4 Bereiche, die man gezielt ändern muss, um ein Ausländerbruder zu werden. Aussehen, Sprache, Essen, Verhalten. Um genau bestimmen zu können, ob man ein Ausländerbruder ist, kommt die Ausländerskala ins Spiel. Maximilian ist noch bei 0 Punkten. Wird er die 10 Punkte am Ende des Videos kriegen? Um das ganze Geschehen zu dokumentieren, bekommt Maximilian eine Kamera und behandelt es wie ein virtuelles Tagebuch. Okay, das ist jetzt mein erstes Video. Bevor ich mit der Transformation beginne, möchte ich sagen, dass ich ziemlich stolz bin, ein Deutscher zu sein. Aber ich identifiziere mich als Ausländer. Die Eltern von Maximilian unterstützen ihren Sohn bei jeder Sache, aber sie machen sich bei diesem Thema große Sorgen. Dass mein geschissener Sohn diesen Schritt wagt und sich als Ausländer identifiziert, ja? Verrat des deutschen Volkes. Hab ich mir nie erwartet, ich sag's ganz ehrlich. Maximilian, mein Sohn, er war schon immer ein spezielles Kind. Ich sehe ihn nicht mehr als Sohn. Er ist nicht mein Sohn. Er ist ein geschissenes Stück etwas, aber nicht mein Sohn. Erst hat es angefangen, dass er sich mit Leuten trifft, die eine andere Herkunft haben. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und das war der springende Fehler. Es wurde dann so schlimm, dass er anstatt meine gebratene Kartoffel den Döner von Mehmet ist, obwohl Kebab-Dönerbude bevorzugt hat. Ich habe meinen Sohn verloren. Die Mutter ist traurig. Ich weiß, dass meine Eltern ziemlich traurig über die Entscheidung sind. Aber mir ist es egal. Ich will ein Ausländer werden. Let's go! Die erste Woche beginnt. Da Maximilian keine Erfahrung hat, haben wir den gottlosesten Ausländertrainer gebucht, den es auf der Welt gibt. Hamza Al-Yamri Boxoi. Lacken, wer will hier Ausländer werden? Ich möchte es werden. Du Weißbrotgesicht, du willst? Ja, wie viele Punkte hast du auf der Ausländerskala? 0 Punkte dabei. In meinem Leben, ich habe noch niemals einen Mensch gesehen, der 0 Punkte bei Ausländerskala hat. Er ist so deutsch, du kannst seine Körper nehmen anstatt Flagge und Leute wissen, dass es Deutschlandflagge ist. Das hier ist mein zweites Video aus dem Tagebuch. Ich hatte heute einen ganzen Tag mit einem Ausländercoach. Ich mag ihn. In der ersten Woche, du lernst, wie Ausländer sich anziehen. Pardon, passt das so dabei mit dem Polo und ich hab's hier bis hier zugeknüpft und dann noch das Polo in die Hose, in die beige Hose. Und ja, damit mein Po noch knackiger ausschaut, habe ich das auch hinten so reingetan. Passt das so? Was sagst du dazu? Halt deine Fresse! Willst du Ausländer werden? Ja. Dann halt deine Fresse. Beim ersten Mal, als er halt deine Fresse gesagt hat, habe ich schon direkt verstanden. Also muss das nicht ein zweites Mal sagen. Fand ich halt ein bisschen komisch, aber was soll man machen? Ist ein Ausländercoach. Er soll seine Fresse halten. Was jetzt? Sieh dich aus. Jetzt gleich? Nein, nein, in 30 Tagen erst. Ah, okay, verstehe. Natürlich ist! Ananas-Sichin, du Weißbrot in 30 Tagen, du musst schon Ausländer sein! Okay, ja. Ai, ai, Niki, ist deine Unterhose! Du hast gesagt, ich soll mich ausziehen. Ananas-Sichin, aber ich will nicht deine verschiebelte Haie sehen! Ja, aber ausziehen heißt auch, dass die Unterhose runter muss. Hui. Hallo? Was ist mit dieser? Er macht sich nackig von mich. Was ist?
Da war so eine komische Szene heute. Er hat gesagt, ich soll mich ausziehen. Das Ausziehen war nicht das Komische, sondern dass er schockiert war, dass ich auch meine Unterhose ausgezogen habe. Ich meine, das ist doch ganz normal. So bin ich doch geboren. Ohne Klamotten, ohne Unterhose. Das ist meine freie Natur. Peace. Okay, du nackte, verschimmelte Weißbrot, du nackte. Hier, ich habe dir Anziehsachen von einmal von Primark. Jogginghose, 5 Euro mit Fuseln, aber egal, billig. Und diese Fußballtrikot Chelsea, natürlich aus Marokko, fake. Und hier nimm diese und sieh an, du nackte, verschimmelte, verschimmelte. Sieh es an. Okay, schaut schon super aus, aber eine Sache fehlt bei diesem Outfit. Was denn? Ich gebe dir meine Lieblingsbauchtaschen und wenn du Nikis aufpasst auf diese Bauchtaschen, du wirst sehen. Hier, nimm diese. Maximilian hat nun die Stufe 2 erreicht. Schauen wir, was die Eltern dazu sagen. Maximilian! Mama, Papa, ich muss euch was sagen. Ich habe schon den ersten Schritt gewagt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn Sie die Lage in 3 Wörter beschreiben müssten, die Ihr Sohn gerade durchmacht, wie würden Sie es? In meiner jetzigen Lage ist es wirklich sehr schwer, die richtigen Wörter zu treffen. Aber wenn ich mich für 3 entscheiden müsste, dann... Ich habe Angst. Angst. Und Sie als Vater, wie würden Sie die jetzige Lage in 3 Wörter beschreiben? Ganz einfach. Ich hasse Ausländer. Okay, das war vielleicht ein Wort zu viel. Den ersten Schritt hat Maximilian gemeistert. Wir kommen jetzt zur Sprache. Du, Maximilian, nenn uns mal ein paar Wörter, die du am öftersten sagst. Moin! Also wichtig ist hier, das Moin richtig zu betonen, auch lang zu ziehen. Moin! Das sage ich meistens, wenn ich jemanden begrüße. Scheibenkleister. Ich sag Scheibenkleister, weil ich das böse Wort nicht sagen darf. Scheiße. Dann gibt es noch sowas wie heilige Schimpanse. Und das kann man auch kombinieren mit heilige Makrele. Heilige Mutter Natur. So einfach irgendwas. Ah ja. Wenn man sich verabschiedet, sage ich dann noch öfters Ciao Kakao, damit das Ende noch so einen kleinen Pep hat, weil Tschüss ist ein bisschen langweilig. Also Ciao Kakao, Tschü mit Ü, Ciao mit Au, sowas in der Art halt. Wenn ein Misch und eine Tiger gefressen wird, so Arme weg, Kopf, Beine, alles weg, so getrennt einfach. Diesen Mensch, du kannst noch vielleicht retten. Okay, aber dieser Mensch, diese Weißbrot, diese reden komisch reden wie Deutsche. Du kannst Nikis retten, außer Gott. Gott kann retten, aber ich Nikis. Sportsfreund, verflixt und zugenäht. Ei, Maximilian. Ja? Lösch alles, was du hast in deine Bambusgehirn und hör mir zu. Wenn du Ausländer werden willst, dann musst du lernen, wie eine zu reden. Okay, ich versuch's. Er muss lernen Grammatik in Deutsch? Niki ist so wichtig. Artikel, Martikel, du kannst wegschmeißen. Das Haus. So lang. Haus. Haus. Fertig. Wie würdest du sagen, wenn du diese essen willst? Ich freue mich schon, den Apfel genüsslich in meiner freien Zeit zu verzehren. So würde ich das sagen. Okay, und jetzt sag nochmal, aber ohne einen Stock in den Arsch zu haben. Hä? Sag einfach, du willst diese essen, ohne diese genüsslich und müßlich und mach einfach normal, bitte. Okay, gut. Ich esse den Apfel. Falsch. Hä? Nicht, ich esse den Apfel und bin eine komische Deutsche mit Stock im Arsch. Nicht ist diese. Sage nicht, ich esse einen Apfel. Pardon, du hast den Artikel vergessen. Und du hast vergessen, dass du Ausländer werden willst. Ich esse einen Apfel. Ich
esse die... Die... Ich esse die... Ich esse die... Mann, ich will den Artikel nicht sagen, aber ich kann nichts dafür. Ich esse die. Okay, Konzentration, noch einmal. Ich esse. Apfel. Das zählt, oder? Nein. Das war der erste Teil von In 30 Tagen Ausländer werden. Den ersten Schritt hat Maximilian Korkenbrecher gemeistert, aber beim zweiten weisen sich schon deutliche Probleme auf. Wird er es schaffen, wie ein Ausländer zu sprechen und nach 30 Tagen die 10 Punkte auf der Ausländerskala zu bekommen? Das seht ihr dann nächste Woche. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrenmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Eine ganz neue Serie. Wie man in 30 Tagen Ausländer wird. Die ersten 7 Tage, naja, hat er die Stufe 2 schon erreicht. So schlecht ist das nicht, aber auch nicht so gut. Wie immer, als kleines Dankeschön blende ich 3 Kommentare von euch ein. Bam! Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. So, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye!